und herzlich willkommen zur Tagesenergie am 12.01.2022. Einen wunderschönen Dienstag. Heute kurz und knapp, es ist nämlich schon 12:30 in der Nacht, also bei mir schon Dienstag. Ich hatte nur wirklich heute überhaupt keine Zeit und darum erst jetzt, aber dafür kurz und prägnant. Wir haben den Vater, das ist unser Vater oder wie ihr schon wisst, eine helfende Hand von unserer Quelle, der Spaß hat, der hier in den männlichen Aspekt hier ein bisschen pusht. Also das heißt, der männliche Aspekt in uns und da ein Mann liegt, besonders in den Männern, wird hier gepusht. Das heißt, sie kommen mehr ins Tun. Hier liegt jetzt mal grundsätzlich Hobby, also die machen jetzt wieder mehr Sport. Die Männer, das, was sie gerne machen, also es ist der männlich, der Mann, der gerne auf der Couch sitzt und Serien anschaut, wird das vermehrt tun. Der Fußball spielen geht, wird das vermehrt tun. Und also das, was ihm Spaß macht, wird er vermehrt tun, grundsätzlich mal. Aber auch alles andere wird hier ins Tun kommen, ganz plötzlich. Das heißt, es kommen Energien, die unsere Männer einfach mal einen kleinen Schubs geben. Verlust von Zweifel. Okay. Und das heißt dann auch, dass sie, wenn sie bis jetzt, jetzt warte, ich leg mal weiter, nicht, dass ich jetzt den Blödsinn erzähle. Entscheidung, ja, plötzliche Entscheidung, man geht seinen Weg, der dann auch Spaß macht. Ah, ich verstehe, um was das geht hier. Lange Zeit Arbeit, okay, genau um das geht. Und zwar, genau. Es geht jetzt nicht nur um so Männer, sondern der männliche Aspekt. Da dann Mann liegt, ist er vermehrt für die Männer, aber natürlich auch für alle Frauen, denn auch wir haben alle einen männlichen Anteil in uns. Hier kommt plötzlich ein Booster, aber ein positiver Booster in Sache, ich mache jetzt was. Die ganzen Zweifel, die bis jetzt genagt haben, gehen in Verlust. Die waren lange Zeit da, die gehen einfach in Verlust. Betrifft erstmal unsere Arbeit. Das heißt, das, was ich arbeite, was ich arbeiten muss, will ich das weitermachen? Macht mir das Spaß? Oder gehe ich lieber meinen Weg? Plötzlich tun sich hier Mittel und Wege auf und neue Entscheidungen auf. Auch ins Unbekannte zu gehen. Also auf einmal kommt Mut hier ins Spiel. Die Mutlosigkeit, die drüber hängt, geht hier mit diesen Zweifeln in Verlust. Das heißt, wenn jetzt Mann oder Frau, egal, du schon immer damit gespielt hast, dich auf irgendeine Art und Weise selbstständig zu machen, ist egal, ob groß oder klein, kriegst du jetzt hier einen kleinen Schubser, der dich auf einmal ins Tun bringt. Und zwar in das, was du gerne tust, arbeiten. Also die Arbeit, die irgendwas mit dir verbindet, was du gerne tust. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, warum ich immer auf Blumen komme, ich habe mit Blumen gar nichts zu tun, aber wenn du zum Beispiel dich gern mit um Blumen kümmerst, gern im Garten machst oder so weiter, dass du dir einen Beruf suchst, der mit dem zu tun hat, auf deinen Weg irgendwo eine Zwischenstation hat. Weil seinen Weg gehen, der wird sich auch immer und immer und immer wieder ändern. Er wird zwar immer mehr oder weniger im gleichen Bereich bleiben, aber er wird sich ändern im Laufe der Zeit, weil du dich entwickelst. Er wird dann besser und mehr. Aber hier kommen plötzlich Gedanken auf, nein, so geht's nicht weiter. Ich lebe nur einmal oder jetzt gerade einmal und will nicht mein Leben lang in der Fabrik bleiben, will nicht mein Leben lang keine Ahnung, Schuhe verkaufen oder ich weiß nicht, Briefträger sein, vollkommen egal. Und das gibt so einen Anstoß, dass wir in die Selbstverantwortung kommen, dass wir in die teilweise auch Selbstständigkeit kommen, aber hier geht es mehr um die Selbstverantwortung. Ich möchte einen Beruf haben, eine Arbeit haben, die mir auch Spaß macht. Ganz wichtig. Die irgendwo auf meinem Weg liegt, die irgendwo sich mit mir vereinbart und meiner Entwicklung vereinbaren lässt. Und da tun sich plötzlich Wege auf, für uns alle. Da gilt wieder hingucken. Mutlosigkeit liegt jetzt noch drüber.
aber die Energien sagen, hier kommen sie. Die Mutlosigkeit, die lange da war, kommt hier einfach im Verlust. Mag es aus neuen Mut sein, mag es aus dem Frust raus sein, das ist mir jetzt egal, schlimmer kann es nicht werden. Oder, das ist jetzt völlig egal. Es entwickelt sich automatisch und dann ist die Mutlosigkeit egal. Mit den Zweifeln geht das in Verlust und dann können wir unseren Weg gehen. Und du kannst dich darauf verlassen, wenn du anfängst, deinen Weg zu gehen, der dir wirklich Spaß macht, im Beruf oder auch im Leben, ist vollkommen wurscht, tun sich hier unbekannte Tore auf, unbekannte Wege auf, ganz plötzlich, die du vorher gar nicht gesehen hast. Das ist so ähnlich, du hast dein Gehirn ja nie gesagt, du möchtest hier neue Wege gehen. Du hast dein Gehirn immer gesagt, nein, ich kann keine anderen Wege gehen, weil das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn du das jetzt weglässt, dann sagst du dein Hirn, ich will neue Wege gehen. Ich will Wege gehen, der mir Spaß macht. Und dann siehst du wieder, dann tun sich neue Wege aus. Weil eben, wie gestern, dein Gehirn dann auf sowas achtet und dir dann auch zeigt. Das ist eine schöne Energie, das ist so eine... Ja, ich finde die schön. Also ich würde sagen, so eine Frühlingsenergie, so jetzt fängt das neue Leben an, jetzt fängt wieder das Blühen an und jetzt will ich etwas tun. So eine Energie ist das, was sich hier aber auf dein Leben, auf unser Leben, auf jeden Einzelnen bezieht. Und das ist egal, ob das die Großmutter ist, die jetzt keine Socken mehr strecken will, dass es einfach tierisch auf den Nerv geht, die jetzt wieder, keine Ahnung, Yoga machen will. Und das wieder tut, einfach weil es immer ihr war und sie eben nicht mehr eingeschränkt sein will. Oder ob es das junge Mädel ist, was eben feststellt, sie singt, sie will singen und da ihren Weg, ihren Beruf auf irgendeine Art und Weise mit Musik zu tun hat. Das muss nicht immer gleich, das ist hier nicht Berufung, aber das ist dein Weg. Das heißt, der Weg führt dann dahin. Und diese Entscheidung kommt plötzlich, das ist eine schöne Energie, die sich jetzt anfängt zu entwickeln, wo es hingeht. Mit dem Dahinterschauen tut sich das sehr gut auf, weil wenn du da aufhörst, mutlos zu sein, dann kannst du auch auf einmal neue Sachen sehen und wieder weiter dahinterschauen. Das ist sehr gut. Für einen oder anderen mag das wirklich sein, dass sich hier morgen neue Tore im beruflichen Arbeit auftun. Sich neue Wege ergeben und so weiter. Das kann nämlich auch ein Chef sein, der hier dir einen neuen Weg gibt. Der sagt, komm, ich versetze dich, magst du nicht in die Abteilung da und da oder Beförderung oder, also das ist hier auch alles drin, das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist es, die Energien entwickeln sich jetzt, dass jeder hier anfängt, seinen Weg zu gehen, mehr oder weniger, sagt der andere. Der eine macht es in ganz kleinen Schritten und der andere macht Riesenschritte. Jeder nach seiner Entwicklung, da gibt es kein Gut oder Schlecht, alles ist gut. Die Energien da, greift sie auf, denkt drüber nach und selbst wenn du sagst, ich möchte ja gerne, aber ich kann nicht, dann ist das Mutlosigkeit, dann denk aber trotzdem mal drüber nach, gib dein Gehirn mal den Auftrag, wenn ich jetzt könnte, was würde ich denn sehen? Das ist nämlich auch so ein Auftrag, dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen könnte und können. Und wenn du sagst, wenn es jetzt so wäre, dass ich mich entscheiden würde, was würde ich sehen? Was würde diese Woche anders werden? Glaub mir, dein Gehirn reagiert darauf wie dein Körper. Solche Fragen sind gut, dass wenn ich jetzt gesund wäre, wie würde ich mich dann fühlen? Oder. Das geht. Das musst du bloß mal probieren. Das funktioniert ganz gut. Gut, in diesem Sinne, und kurzer Rede, ist es eine tolle Energie, die plötzlich kommt, und die auf einmal sagt, hier Zweifel, Arsch lecken, Mutlosigkeit, Arsch lecken, ich fange neu an. Und wenn das so klein ist oder so groß, ist vollkommen wurscht, alles ist richtig. In diesem Sinne, einen wunderschönen Dienstag, habe die Ehre.